Ja, herzlich willkommen zu meinem Input Entwicklung einer Kategorisierung von Prüfungsformen. Vielleicht erst kurz zu mir. Wie Sie schon sehen, ich komme vom Projekt I.O, sitze dort an der Hochschule München, bin im Projekt die wissenschaftliche Mitarbeiterin und mein Arbeitsschwerpunkt ist das Thema Kompetenzorientierung. Ja, was möchte ich heute mit Ihnen besprechen? Zuerst vielleicht mal ein ganz kurzer Überblick. Was machen wir im Projekt I.O? Das ist auch im weiteren Verlauf dann einfach wichtig, um den Weg zu skizzieren hin zu den charakteristischen Merkmalen für Prüfungsformen. Dann schauen wir uns natürlich auch die Merkmale an und abschließend gibt es dann noch einen kurzen Ausblick, wie es damit weitergehen wird. Ja, was bedeutet überhaupt I.O? I.O heißt eigentlich digitales kompetenzorientiertes Prüfen implementieren. Sie sehen, das ist ein ziemlich langer Name, ist im Alltag schwierig, das immer alles auszuschreiben. Deshalb haben wir uns eben entschieden, das Akronym I.O zu verwenden. Wir sind ein Verbundprojekt, werden gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und hatten das große Glück, dass auch wir verlängert wurden bis zum 31.12.2025 und können nun unseren ersten Arbeitsergebnissen in diesen 1,5 Jahren noch weiterarbeiten. Ja, wer sind wir? Neben der Hochschule München, die das ganze Projekt leitet, haben wir natürlich bayernweit viele Verbundpartner, sowie die Hochschule Landshut, die Hochschule Augsburg, Neu-Ulm, Regensburg, Nürnberg, Würzburg, Schweinfurt, Coburg und die Hochschule Hof. An was arbeiten wir eigentlich? Wir haben zwei Ziele. Einerseits die Entwicklung von Good Practices für kompetenzorientierte digitale Prüfungen. Wir schauen dabei auf die drei Fachbereiche BWL, Gesundheit und Soziales und MINT und verwenden dabei Prüfungssysteme logischerweise, wenn es auch heißt, digital kompetenzorientiert prüfen. Hier haben wir uns auch ein bisschen eingeschränkt, gibt ja eine Vielzahl. Wir verwenden im Projekt überwiegend Moodle, Mahara und Exam. Ich glaube, zu Moodle und Mahara muss ich weniger was sagen, das werden Sie alle kennen. Exam ist auch weniger ein Prüfungssystem, wenn man ganz ehrlich ist. Es ist vielmehr eine abgesicherte Prüfungsumgebung, wo die Studierenden dann nur die Dinge zur Verfügung haben, die sie für die Prüfung brauchen, also Aufgabenstellungen oder auch spezifische Software, Hilfsmittel und so weiter. Unser zweites großes Ziel steckt ja auch schon im Titel, das Thema Kompetenzorientierung. Das heißt, bei den Prüfungen wird auch dabei darauf geachtet, dass ein durchgängiges Constructive Alignment vorherrscht. Und eine zweite, beziehungsweise eigentlich eher die dritte Säule, ist das Thema Haltung. Die Haltung wird nicht nur von den Studierenden zu Prüfungen betrachtet, sondern auch von Lehrenden. Und alles in allem soll dadurch die Lehre verbessert werden und natürlich auch die Prüfungen. Das hängt ja auch sehr eng zusammen. Wer entwickelt nun die Good Practices? Hierfür haben wir aktuell 51 Lehrende im Projekt, die an allen neuen Hochschulen sitzen und gemeinsam mit dem Projektteam an den Good Practices arbeiten. Es ist uns somit gelungen, dass wir in den letzten 4 Semestern insgesamt 234 digitale kompetenzorientierte Prüfungen durchführen konnten. Diese Prüfungen werden auch evaluiert, jeweils nach der Prüfung, um einfach zu sehen, was sagen denn die Studierenden dazu. Natürlich könnte man im ersten Moment denken, die Studierenden haben nicht immer ein sehr konstruktives Feedback, sondern gerade wenn die Prüfung nicht gut lief, dann tut man das kund. Dem ist auch so, aber wir haben auch sehr viele konstruktive Punkte und konnten schon so auch die Prüfung dahingehend sehr gut verbessern. Ja, ich könnte die halbe Stunde jetzt noch ausreichend damit füllen, Ihnen viele tolle Ergebnisse aus unserem Projekt zu erzählen. Daher würde ich Sie bitten, schauen Sie sich gerne auf unserer Projektwebseite um. Schauen Sie sich an, was wir sonst noch machen und was wir schon bereits Tolles alles erarbeitet haben. Ja, kommen wir nun zum Weg zu den charakteristischen Merkmalen. Am Anfang des Projekts haben wir gesagt, okay, wir sind 9 Hochschulen, jetzt schauen wir uns einfach mal die ganzen Prüfungsformen an, die wir haben und vergleichen die auch hinsichtlich Kompetenzorientierung. Ja, 9 Hochschulen macht aber auch 9 verschiedene allgemeine Prüfungsordnungen. Und da mussten wir ganz schnell feststellen, okay, wir sitzen zwar im selben Bundesland, aber wir haben alle unterschiedliche Prüfungsformen, bis auf 2 mündliche Prüfungen, Klausuren. Das war das Einzige, was es an allen gab. Und das hat es uns unglaublich schwer gemacht am Anfang, diese verschiedenen Bezeichnungen und auch die verschiedenen Regularien hier überhaupt was zu vergleichen, geschweige denn davon auszugehen, dass wir eine Kategorisierung erstellen können hinsichtlich kompetenzorientierter Fragestellungen. Nichtsdestotrotz haben wir nicht aufgegeben und haben gesagt, okay, wir haben jetzt diese riesige Sammlung, wir haben die riesige Liste, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach nochmal detaillierter an.
Und bei dem zweiten Blick hat man ganz schnell festgestellt, okay, es gibt ja viele Prüfungsformen, die sind einfach nur verschieden bezeichnet. Ich glaube, Sie kennen alle dieses Phänomen Präsentation und Referat. Im Endeffekt ist es ziemlich das Gleiche. Es steht immer eine Person, also der Studierende, vorne, erzählt was zu einem Thema, referiert darüber, präsentiert es quasi. Und im Anschluss werden in der Regel auch noch ein paar Fragen zu diesem Themengebiet gestellt. Somit haben wir festgestellt, okay, wir können eigentlich 5 Töpfe generieren und die Prüfungsformen dort hineinschieben. Das heißt, Topf 1 war schriftliche Prüfung, Klausuren, gab es überall, war ganz unproblematisch. Der zweite Topf waren die mündlichen Prüfungen, die gab es auch überall, war auch kein Thema. Der dritte Topf war die Präsentationen. Hier drunter fallen dann natürlich auch Referate, Prüfungsgespräch, Kolloquien, also alles, was da gut zusammenpasst. Und dann gab es noch den Topf der praktischen Prüfung und abschließend so ziemlich der größte Topf, die Ausarbeitungen. Unter Ausarbeitungen versteht man alle Prüfungen, die in der Regel ohne Aufsicht durchgeführt werden, Seminararbeiten, Hausarbeiten, E-Portfolios, Mappen von Zeichnungen, CAD-Konstruktionen, also wirklich eine große Bandbreite, auch natürlich ganz neu im Zuge von Corona immer mehr verwendet, das Thema Take-Home-Exam. Auf der anderen Seite, um diese Prüfungsformen in die Töpfe zu schieben, haben wir festgestellt, okay, die Prüfungen haben eigentlich alle Merkmale oder Durchführungsoptionen, die ziemlich, also die gleich sind, aber eine verschiedene Ausprägung haben. Und schon hatten wir unsere charakteristischen Merkmale, die wir uns jetzt im nächsten Schritt genauer anschauen. Wie Sie sehen, haben wir aktuell 8 verschiedene charakteristische Merkmale. Die sind aktuell auch noch sehr auf diesem organisatorischen Rahmen bezogen. Das wird auch ein Thema sein für die Projektverlängerung, hier einfach noch zu schauen, was können wir denn hier eigentlich noch aufnehmen, was ist sinnvoll, eben einzufügen. Aber schauen wir uns mal die aktuellen Merkmale an. Das erste Merkmal, der Prüfungsort. Vor Corona hätte man gesagt, ja, das ist gar keine Diskussion würdig, weil die Prüfungen finden in der Regel fast alle an der Hochschule statt. Während Corona haben sehr viele Prüfungen da stattgefunden, wo die Studierenden waren. Und jetzt ist es so, dass zwar wieder viel an die Hochschule zurückkehrt, aber auch immer mehr gerade mündliche Prüfungen beispielsweise auch als Fernprüfung durchgeführt werden. Der zweite Punkt ist die Aufsicht. Aufsicht, es gibt Prüfungsformen, die verlangen das. Also bei uns in Bayern ist es beispielsweise so, dass eine schriftliche Prüfung, also Klausur, immer eine Aufsicht bedarf. Und es gibt aber Prüfungsformen, wie beispielsweise Seminararbeiten, da sitzen die Studierenden zu Hause oder wo auch immer sie möchten und bearbeiten eben diese Prüfung. Der dritte Punkt sind die Antwortwahlverfahren. Es gibt Prüfungen, die bestehen rein daraus und es gibt Prüfungen, da wird das ein bisschen mit eingebunden, weil man eben reines Wissen beispielsweise abfragen möchte. Der vierte Punkt ist die Bearbeitungszeit. Die Bearbeitungszeit kann stark variieren. Wenn wir zurückgreifen auf unser Beispiel von vorhin, auf die Präsentationen, dauern in der Regel Viertelstunde, 20 Minuten, dann gibt es noch ein paar Fragen und die Prüfung ist fertig. Bei einer schriftlichen Prüfung hingegen sitzen Studierende 60 bis 90 Minuten, aber es gibt ja auch Prüfungen, die dauern ein paar Wochen oder vielleicht auch das ganze Semester. Der nächste Punkt, die Bearbeitungswerkzeuge darf man nicht verwechseln mit den Hilfsmitteln. Ein Bearbeitungswerkzeug braucht der Studierende, um die Prüfungsfragen zu beantworten. Also es ist unweigerlich, wenn er es eigentlich nicht nutzt, kann er gewisse Aufgaben der Prüfung einfach nicht bearbeiten. Ein Beispiel hierfür wäre, dass ich in der Prüfung fachspezifische Software einsetze, beispielsweise, was wir sehr häufig im Projekt haben, MATLAB oder Excel. Der nächste Punkt ist die Vorbereitung. Hier meinen wir nicht die Prüfungsvorbereitung, die bleibt den Studierenden weiterhin selbst überlassen. Aber bei der Vorbereitung ist es schon ein Unterschied, ob ich mich, wenn wir wieder auf das Beispiel Präsentation gehen, auf eine Präsentation vorbereite. Dann erstelle ich in der Regel einen Foliensatz oder Poster, wie auch immer, und bin in dieses Thema total vertieft. Bin auch darauf gefasst, dass im Anschluss zu diesem Themengebiet Fragen gestellt werden, die ich zwar nicht kenne, aber eigentlich müsste ich sie beantworten können. Schließlich habe ich mich auf das Thema gut vorbereitet. Hingegen, bei einer schriftlichen Prüfung komme ich zur Prüfung und ich kenne die Fragen nicht. Der Lehrende grenzt vielleicht Themenblöcke ein, das heißt, von 20 Themenblöcken muss ich nur noch 10 lernen, aber ich weiß ja nicht, wo der Lehrende den Schwerpunkt setzt. Und selbst wenn ich Altklausuren zur Verfügung habe, weiß ich ja nicht, was er wirklich in der Prüfung schlussendlich abfragt. Der nächste Punkt ist das Thema Gruppenprüfung. Es gibt Prüfungen, die erlauben das.
Präsentationen, Seminararbeiten und Prüfungen, da ist es ganz und gar ausgeschlossen, dass wir hier zum Beispiel auch in Bayern schriftliche Prüfungen und Klausuren können nur als Einzelprüfung stattfinden. Der nächste Punkt sind die Hilfsmittel. Ich habe es ja vorhin kurz angesprochen. Hilfsmittel sollen die Studierenden bei der Bewältigung der Prüfung unterstützen. Das heißt, in unserem Fall an der Hochschule München erfahren die Studierenden 4 Wochen nach Semesterbeginn in Form einer Hilfsmittelliste, was sie bei der Prüfung verwenden dürfen. Das können sein eine Formelsammlung, die kann auch selbst geschrieben sein. Das können Gesetzestexte sein. Das kann aber auch, ja, wenn der Lehrende ganz am Puls der Zeit ist, auch ChatGPT sein. Also wirklich verschiedenste Dinge. Abschließend für unser Projekt natürlich sehr, sehr wichtig, die Frage nach dem Prüfungssystem. Hier kann man natürlich einerseits fragen, führen Sie die Prüfung digital durch? Ja, nein. Und wenn man ja sagt, welches Prüfungssystem wird denn verwendet? Hier in unserem Fall natürlich liegt der Fokus auf den 3 Prüfungssystemen, Examen, Moodle oder Mahara. Das ist aber natürlich nicht festgeschrieben. Das kann auch mit einem anderen Prüfungssystem jederzeit ergänzt werden. Zum Beispiel EFA-Examen oder was auch immer. Es gibt ja eine ganz, ganz große Bandbreite. Ja, was ist nun unser Ziel mit dieser Kategorisierung? Das ist ganz und gar nicht, dass wir jetzt hier eine super neue, tolle Regeln aufstellen möchten und sagen, das, genau das ist es und das müsst ihr anwenden. Nein, uns geht es einfach vielmehr darum, das Bewusstsein zu schärfen mit den Durchführungsoptionen, die ich zur Verfügung habe. Und es gibt ja Dinge von diesem Merkmal, die wir gerade gesehen haben, also Prüfungsort, Bearbeitungszeit, Aufsicht, die sind einfach festgeschrieben, die hat jede Prüfung, die kann man immer mit Ja und Nein beantworten und die kann ich eigentlich ganz gut als didaktisches Mittel einsetzen. Durch die charakteristischen Merkmale wird es auch möglich, die Prüfungsformen zu vergleichen und auch zugleich, geben Sie mir schon mal einen ersten Hinweis darauf, ob Sie sich für kompetenzorientierte Fragestellungen eignen. Um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel, kommen wir nochmal zurück auf die Hilfsmittel. Sie kennen alle, Open Book, Open Internet Prüfungen sind auch mit Corona immer moderner, sage ich mal, geworden. Die kann ich aber auch regulieren. Ich kann sagen, wirklich Open Book und wirklich Open Internet, die Studierenden dürfen alles verwenden, was sie zur Verfügung haben. Aber da muss mir auch bewusst sein, dass meine Fragen dementsprechend gestellt sein müssen, dass der Studierende nicht einmal das Buch aufschlägt oder einmal in Google einen Begriff eingibt und er hat die Antwort. Wenn ich das ein bisschen reduziere, kann ich meine Prüfungsfragen dementsprechend auch wieder anpassen. Es muss halt so gestellt sein, dass die Bewertung trotzdem valide bleibt. Ein weiteres Beispiel wäre die Bearbeitungszeit. Die Bearbeitungszeit ist in der Regel immer knapp bemessen und mit Zeitdruck verbunden. Es macht aber wenig Sinn, den Studierenden dann viele Transferaufgaben zu stellen, weil die Studierenden trotzdem Zeit zum Reflektieren und auch zum Nachdenken brauchen. Auch hier muss man sich im Vorhinein bewusst sein, wie man die Zeit wählt. Gerade bei schriftlichen Prüfungen hat man ja immer so eine Von-bis-Zeitspanne, wo man sehr gut damit spielen kann oder auch, welche Aufgaben man dann schlussendlich einsetzen möchte. Ein weiterer Punkt, das sind die Antwortwahlverfahren. Es gibt ganz viele Formate von Multiple-Choice, Single-Choice, Drag-and-Drop, Lückentext, was es nicht noch alles gibt. Ja, das ist alles schön, das ist einfach zum Auswerten. Das fragt aber halt leider auch nur die unteren Taxonomiestufen ab. Desto höher wir kommen, natürlich kann man da Fragen erstellen. Das möchte ich gar nicht anzweifeln. Aber man muss sich schon die Frage stellen, gerade die beiden höchsten Stufen, wenn man jetzt von Anderson Gradwohl ausgeht, bewerten und evaluieren, ist halt nur schwer möglich. Also dementsprechend diese Aufgabentypen sehr dosiert einsetzen. Oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Grundlagenvorlesung, die Studierenden kommen über die Stufe 1 und 2 einfach nicht hinaus. Es geht hier einfach nur ums Erwerben von Wissen und auch ums Verstehen. Dann ist es natürlich super und kann man super gut einsetzen. Der letzte Punkt, das Bearbeitungswerkzeug. Ich habe es ja schon vorhin kurz angesprochen. Bei uns im Projekt nutzen sehr viele Lehrende das Programm MATLAB, sowohl zum Programmieren als auch zum Simulieren. Und das ermöglicht einfach den Studierenden, dass man eine viel kompetenzorientiertere und auch anwendungsorientiertere Aufgabenstellung bekommt. Die Aufgabenstellungen können viel realistischer sein, als wie wenn die Studierenden beispielsweise auf Papier programmieren. Und darum geht es ja eigentlich. Die Aufgaben sollten so realitätsnah sein, dass die Studierenden auch später im Berufsleben wissen, was auf sie zukommt und sollen das ja auch im Studium bereits erlernen. Ja, so viel zu den Beispielen. Dann schauen wir noch
kurz auf den Ausblick. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben die Projektverlängerung bekommen und das ermöglicht uns jetzt einfach daran weiterzuarbeiten. Ein Punkt wird eben sein, habe ich auch vorhin kurz angesprochen, weitere Begriffe zu identifizieren, die mit aufzunehmen in die Aufzählung und dann wird es noch darum gehen, auch das Ganze empirisch zu überprüfen. Wie wir das Ganze empirisch überprüfen, kann ich Ihnen heute leider noch nicht sagen, weil das noch Zukunftsmusik tatsächlich ist. Damit werden wir uns in den nächsten 1,5 Jahren beschäftigen und vielleicht können wir dann nächstes Jahr hier an derselben Stelle darüber berichten. Ja, ich wäre tatsächlich durch. Sag vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie den QR-Code nochmal für unsere Webseite brauchen, dann hätten Sie den hier nochmal zur Verfügung.